Hallo, mein Name ist Daniel Grassat und ich arbeite als Produktmanager im Geschäftsentwicklungsprozess für Vakuumaufspannsysteme bei Schmalz. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie schnell und einfach man eine Saugplatte von einem Blocksauger von Schmalz auswechseln kann. Blocksauger von Schmalz bestehen aus mehreren Komponenten. Auf diese Weise ist es nicht zwangsläufig erforderlich, bei Beschädigungen den gesamten Blocksauger zu ersetzen. Sind lediglich leichte Verschleißerscheinungen auf der Oberfläche der Saugplatte oder geringe Fräsbeschädigungen vorhanden, so genügt es oftmals, ausschließlich die Saugplatte auszuwechseln. Unabhängig von Saugplattengröße und Maschinenhersteller ist es bei jedem Schmalzsauger möglich, die Saugplatte auszuwechseln. Insbesondere bei Saugern, die speziell für andere Maschinenhersteller entwickelt wurden, wie dieser Biesse-Sauger, senkt das die Ersatzteilkosten erheblich. Zunächst gilt es, die beschädigte Saugplatte zu entfernen. Den geringsten Widerstand gegen das Abziehen bietet die Saugplatte in den Ecken. Ziehen Sie die Saugplatte über diese Kante. Anschließend kann die Saugplatte in einem Zug komplett vom Blocksauger entfernt werden. An den vier Domen kann eventuell ein kurzes Nachfassen notwendig sein. Bevor Sie die neue Saugplatte aufziehen, ist es hilfreich, die Trägerplatte mit etwas Seifenwasser zu benetzen. Auf diese Weise lässt sich die Saugplatte anschließend besser aufziehen. Legen Sie nun die neue Saugplatte vollflächig auf den Blocksauger auf. Orientierung bieten hierzu die vier Dome und die entsprechenden Aussparungen, in die Dome gedrückt werden müssen. Anschließend drücken Sie die Saugplatte mit Ihren Handballen fest und ziehen Sie über die komplette Trägerplatte des Blocksaugers. Prüfen Sie abschließend an allen vier Domen, ob die Saugplatte vollständig anliegt und über die gesamte Kante gezogen wurde. Im Anschluss können Sauger und Maschine wieder in Betrieb genommen werden. Bei gravierenden Beschädigungen dieser vier Auflagedome durch Werkzeuge der CNC-Maschine sollten Sie dennoch den gesamten Blocksauger austauschen, um die Einhaltung der Höhentoleranz zu garantieren. Nun wissen Sie, wie man die Saugplatte eines Blocksaugers austauscht und diesen schnell wieder einsatzbereit macht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.schmalz.com.